Ja, was genau sagt die Verbraucherzentrale zu den Zinsino-Produkten? Ich selbst bin kein Zinsino-Berater oder Vertriebspartner, sondern Trainer für Network Marketing und möchte einfach hier die Fakten liefern. Zuerst einmal, es wird von der Verbraucherzentrale das Zinsino-Produkt Viva genauer betrachtet. Dabei handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel, das laut Herstellerangaben die mentale Ermüdung und den Stress lindern soll, sowie die Stimmung verbessern soll. Und die Verbraucherzentrale selbst hat zu diesem Produkt einfach darauf hingewiesen, gesagt, okay, Gesundheitsaussagen wie fördert einen guten Schlaf sind für Nahrungsergänzungsmittel nicht erlaubt. Und da möchte ich kurz einhaken. Es gibt hier die sogenannten Health Claims, also eine EU-Verordnung. Und hier geht es einfach nur darum, was darf man sagen und was nicht. Hier geht es nicht um die Wirksamkeit von Produkten, ob das stimmt oder nicht, sondern es ist auch sehr, sehr wichtig, wenn du zum Beispiel Zinsino-Berater bist und auf Facebook oder Instagram Erfolg haben möchtest, dass du diese Aussagen weglässt. Also, dass du niemals sagst, hilft gegen das oder wirkt gegen das. Es gibt Heilaussagen und Wirkaussagen. Und das dürfte hier auch kritisiert werden. Zudem enthält zum Beispiel Viva Safran, das für das auch Höchstmengenempfehlungen gibt. Ja, logisch, bei vielen Inhaltsstoffen gibt es die. Das ist per se jetzt nichts Dramatisches oder weiß ich nicht was. Bei Einhaltung dieser Höchstmengenempfehlung sowie der empfohlenen Tagesdosis des Herstellers sind laut Verbraucherzentrale keine gesundheitsschädlichen Wirkungen zu erwarten. Und das sehen wir es. Also die Verbraucherzentrale selbst sagt, hey, wenn du dich daran hältst, was der Hersteller sagt, boah, dann hast du auch nichts Negatives zu erwarten. Also für mich ist das sehr, sehr eindeutig. Also es gibt keine explizite Warnung der Verbraucherzentrale vor den Zinsino-Produkten, ich wüsste auch nicht warum. Und es wird lediglich allgemeine Hinweise gegeben und über die Tagesdosis etc. Das heißt, eine pauschale Ablehnung von Zinsino ist auf Basis dieser Quellen einfach nicht möglich. Wenn du jetzt bei Zinsino bist und im anderen Network und möchtest ja dein Network aufbauen ohne Namensliste, ohne Homepartys und du möchtest gern wissen, wie ich das geschafft habe, Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen, im 7. Monat 210.000 Monatsumsatz zu machen, nur mit Facebook, dann schau einfach unterhalb in meine Gruppe, ja, das ist ein Link zu meiner Gruppe. Also, so viel zu Zinsino und der Verbraucherzentrale Rocket.